morgens alleine auf dem Gewässer zu sein, das ist für mich ein ganz, ganz einzigartiger Moment. Man sieht, dass die Stadt erwacht und man lernt die Stadt auch von einer ganz anderen Seite kennen. Das fühlt sich an wie Fliegen, eine gewisse Freiheit, die da entsteht. Man merkt natürlich schon diese Ruhe, die das ganze Gewässer ausstrahlt, aber man auch selbst, wenn man so lange auf dem Wasser ist. Bei mir im Achter geht es natürlich darum, eine Perfektion zu erreichen. Und das erfordert natürlich einen sehr, sehr hohen Ehrgeiz, aber auch, dass man sich ein bisschen in das Team integrieren kann. Wenn man merkt, wie jeder Schlag immer besser wird, das Boot wirklich ins Laufen kommt und man eigentlich gefühlt gar keine Kraft mehr aufwendet und immer schneller wird, das fasziniert mich wahnsinnig doll am Rudern. Das Rudern ist zurzeit der Mittelpunkt meines Lebens, also eigentlich die Energiequelle, die zurzeit alles bestimmt. Dadurch, dass meine Eltern selbst auch schon im Leistungssport tätig waren, war für mich natürlich immer das große Ziel, mal selbst auch Leistungssport zu betreiben. Und da ich einfach mal das Rudern ausprobiert, habe mich in den Einer gesetzt und gleich gemerkt, dass es für mich ja einfach eine riesengroße Herausforderung ist und mich genau sowas auch wirklich reizt. Das A und O ist einfach der Spaß, der dahinter steht. Und ich glaube, es ist egal, in welchem Alter man ist, solange man wirklich Spaß daran empfindet, kann man auch eine Leidenschaft auch im hohen Alter immer noch mal neu für sich entdecken.